So, willkommen im überaus, also ich denke mal, dass das Match überaus spannend wird. Von Moris gegen Nordreal. An sich eine ziemlich geile Zusammensetzung. Wir haben auch ziemlich geile Maps mit Todesstern GCW und Mustafa CW. Spricht alles für ein richtig schönes Match. Mal schauen, wie es jetzt wird. Nordreal startet auf der weißen Seite, Moris auf der braunen Seite. Die weiße Seite auf dieser Map leicht favorisiert. Am Anfang. Findest du? Ja, deutlich. Das leicht war nicht untertrieben. Wenn du mit DTs das gut spielst, hast du als Ach Braun keine so. Chance mehr. Ja, meine ich ja. Ich dachte, du meinst jetzt Braun sei besser. Ja, Lexley. Lexley ein bisschen langsam unterwegs und ist. Oh, das ist nicht erlaubt. Was? Irgendwelche Art von Bug-Using, wozu auch dieses über den Abgrund gehen und nicht runterfallen zählt. Ach was, das ist doch nichts. Das zählt unter Railbug. Puma jetzt mit einem schönen Refrag ist dahinter ihm hergelaufen. Das war relativ nice gemacht von ihm. Aber warum geht Lexley auch über den offenen Gang? Das ist so ein bisschen fragwürdig für mich. Die 3-4 Sekunden, die er dadurch an Zeit einspart, bringen es dann auch nichts, wenn er total ungedeckt ist. Oh je. Jetzt gibt's ein Nate-Duell in der Mitte, typisch Todesstern. Einer der Gründe, warum ich diese Map nicht mag. Aber früher wurde die Map richtig gewuchtet. Ja, auch noch, wahrscheinlich immer noch heute. Ja, mal ausgeschaltet. Hat ja jeder Zweite als Standard-Map Hat sich jemand gespielt. gerade Bex angesehen? Ja, ich habe keine Ahnung, Nein, Todesstern ich jetzt geht's. schon leck zu. Ich schaue mal jetzt Bex an. Ich schaue mal ein bisschen Bex zu. Spielt das hier relativ okay. Muss halt aufpassen, dass er nicht zu stark oder zu sehr piekt. Muss da eher auf die Defensive achten. Das sind unnötige Peaks, die er da setzt. Wenn die Sniper ihn richtig abaimt, hat er da keine Chance, kassiert sofort den Headshot, wenn er nur einmal kurz um die Ecke kommt. Ist nicht gut. Aber andererseits, wenn er ein gutes Damage hat, kann er auch mal einen One-Shot machen. Die haben keinen Techniker da, also. Kann er, aber die Sniper haben den Vorteil, weil sie da abaimen. Aber die Sniper machen es auch nicht richtig. Die könnten einfach nur still da rumstehen, einfach nur warten, bis er um die Ecke kommt und ihm sofort den Headshot reindrücken. Okay, dem wurde der Headshot reingedrückt. Yep, würde ich sagen. Okay. Oder sich den ein. Können sich einfach an die linke Auch Kante nicht stellen, die wirklich rechte aus. Kante abnehmen Nächsten und jetzt warten, wo dass er. vorne will. Wechsel Spawn. jetzt von Ah, schön. vorne, Überraschungseffekt ist weg. Und Bugs. Aber Bex von der Seite und holt ihn. Oh, das Pack war nicht schlecht, hat ein bisschen Damage gemacht. Dummer Push jetzt, aber er macht damit einen Kill. Nicht. Nicht. Das war ein Teamkill, okay. Guck mal mit dem Okay. Refrag. Jetzt muss Lexley down gehen, ansonsten wird das für Puma wenig Nächste dramatisch. hat aber Jetzt so kommt nämlich kranken die Schaden. Gegenoffensive. Ja. Ja, Lexley macht auch den Kill, aber Happy V mit dem wichtigen Refrag. Spielen AMD, Puma und wer ist Happy V? Ich schau mal kurz nach. Oh, Lexi jetzt mit Offi. Oh, das ist ein Happy One-Shot. V? Puma mit dem Sniper-Frag und dem Team-Kill, der Mit könnte Klöbrig. ihnen den Kragen kasten. Puma mit der 2K. 3K? 3K hat noch ein Team-Kill gemacht. 3K sogar. Oh, diese Jumps würde ich eher nicht machen, das ist riskant. Das ganze Raum haben. Vor allem, weil du da manchmal durchleckst durch das Gitter. Puma jetzt mit dem Raum, aber Bex mit Ja. der Ich hab's ja DT, stark gesagt. gemacht! Stark gemacht von Bex, aber jetzt muss er auch die Schüsse treffen! Warte Ja, mal. macht ihn beim zweiten. Hey. Marvin, ein bisschen. Oh, was Bex da macht, ist teilweise echt ein bisschen komisch. Darf da nicht nur zu sehr auf sein Leckschild vertrauen? Weil Bam. seine Flüge sehen eher Oh, der war mit dem danach. Also Headshot. seine Flüge sehen eher nicht so professionell aus. Das war ein Brett von Mädels. Alter. Der war Ever noch mit ein Headshot. 2. Wieder, ja. Jetzt muss Puma defensiver bleiben. Er kann sich. Wenn er jetzt stirbt, dann müssen seine Mates nachrücken und sie müssen dann offensiv gehen, weil ansonsten wird das schwer. Wir müssen defensiv gehen. So kann Morris wieder offensiv nachpushen und wieder eine Überzahlsituation in der Mitte Wieso geht Lexi jetzt kein zeigen. Range? Er schockt alle drei mit dem Shotcut, aber von Puma geholt.
Und eine schöne direkte noch von Puma. Stark gespielt. Er war jetzt mit einer Schlüsselrolle. Kann er da mehrere Frags machen? Es sind 3 Frags in der Mitte jetzt. Nur er trifft die Sniper-Schüsse nicht. Und dafür die Kiste. Ja, könnte aber genug gewesen sein, den Raum zu holen. Okay, da war der One-Shot. Eva hätte jetzt huge gehen können, er hätte alle 3 da holen können. Was heißt er können, er hätte sie holen müssen eigentlich. In der Situation. Dann wäre es easy gewesen mit dem Flag Run. Er schon wieder so ein Brett kassiert. Er war jetzt auch nach. Er war jetzt auch am Nachpushen. Okay, Lexley. An Lexleys Stelle würde ich mich jetzt ein wenig zurückhalten, auch wenn jetzt die Gegenoffensive wieder von Ever wegkommt. Ja, ist verboten. Hat der Raybug benutzt? Ja, hat er, aber verboten. Ja. Einer noch da. Was passiert der Raybug? War das der und falsche? Wer sind die 3? Können wir jetzt dann das mit dem mal schreiben, damit wir nicht das nächste Mal noch auch wieder machen? Dann wissen wir es, glaube ich, echt nicht. Was? Deswegen zählt der Punkt jetzt nicht? Richtig. Ja. Ist das nicht ein bisschen hart? Es ist nicht hart. Es ist, soweit ich weiß, regelkonform. Der steht im Regelwerk? Selbst auch schalten müssen, aber ich habe die Zahl von Lexi nicht gefunden und damit wäre der Punkt eh denied gewesen. Deswegen. Ist das ein bisschen... Die anderen waren auch noch da. Die waren noch zu dritt im Hangar. Also sind jetzt übertrieben, aber okay, wenn ihr es meint. Oh, Lexley hat die Flagge. Ernate von Puma. Null. Schön gemacht von Puma. Puma weiterhin Defensivexperte bei Morris. Hat er den Ernate gemacht? Ja. Nein. An Bex. Wirklich? War leicht in der Luft. Puma fällt runter! Marvin gegen Darky. Einmal zu den Überszenen und dann Bam. So. Okay. Morris Puma jetzt mit der Drohne gegen Eva. Und er hat's geschafft. Drohnenbasis. Bex jetzt hinten gespawnt, mit Darky hat schon einen Raum. Ja, das ist. Jetzt muss Bex, jetzt hat Bex die Schlüsselposition. Ich muss jetzt hier den Angriff so weit wie möglich rausziehen oder am besten Puma mitnehmen, macht er super. Jetzt darf er nicht zu offensiv gehen. Aber die Ablenkung ist da von oben, das heißt, ja, Bex macht die 3K. Schön gespielt von ihm, auch wenn das ein bisschen offensiv war. Nimmt er noch die Flag, der Trottel. War kein Flagfly. Also kein beabsichtigter. Ne, hat den Gegner noch getötet, ist er außerdem da reingesprungen, oder nicht? Ja. Ja, ist das auch noch verboten, oder was? Nee. Lappen, Verwarnung 1. Kann das Team verstehen, sie sind jetzt demotiviert, weil ein Punkt aberkannt wurde. So, jetzt sind jetzt alle Moritz 3 so kleine Mädchen da rumholen. Jetzt fordere ich aber 3K. Und, er kommt da hoch. Ist halt in die Flagge reingesprungen, damit noch ein bisschen geflogen. Oh, Marvin. Marvin, Marvin, Marvin. Marvin. Einfach mal den Chat nicht verwenden. Ach, jetzt geht das auch schon wieder los, dass wir nichts sagen dürfen. Wenn jemand etwas gut getan hat. So, Eva, aber die machen es richtig mit den Rage, mit der Rage-Benutzung. Aber meiner Meinung nach müssen die 2 Darkies benutzen. Oh oh. Wobei das mit einem Offi und einem Sniper auch ganz gut klappen würde, falls der Sniper da 2 Schüsse trifft. Weil so haben sie die Möglichkeit, einen Offi von oben zu machen, der da ordentlich Druck machen kann und dann an der Treppe einen Sniper und einen Darkie zu haben, wo der Darkie schocken kann und der Sniper direkt danach einen Schuss setzen kann. Oder man macht es halt wirklich mit 2 Duckies, wo 2 Duckies einfach nur reinschauen, Bex, wie sonst was machst du, Alter? Aber Bex ist da ziemlich abgeschottet von seinen Teammates, wird jetzt auch easy ausgeschaltet. Sehr schlecht gespielt, wenn ich ehrlich bin. Hüdel hat die Flagge. Darf da nicht so alleine rumhängen, ist ein bisschen offen und er hat keine Deckung, das heißt, es ist eigentlich ein Free-Frag für die Gegner. Lexley und Eva jetzt da. 2 Sniper jetzt wieder, Lexley wieder viel zu weit offensiv.
Man kassiert Headshot. Free Frags jetzt für Bex, er trifft leider die Sniper-Schüsse nicht. Wird von Happy V ausgeschaltet. Sind wir gewohnt von ihm. So, Ever, Lexley oben gespawnt, hinten gespawnt, keine Darky dabei. Die Map geht anscheinend über die volle Distanz, steht weiterhin 0:0. Jo. Leider. Der schöne Teamkill Nate. Nate war doch keine Teamkill Nate. Ich dachte gerade, die kam von Ever. Von Rage, okay. Müsst ihr eigentlich holen. Schön von Ever. Müsst ihr eigentlich pushen den einen. Ever muss jetzt von oben Druck machen. Ever muss jetzt von oben Druck machen. Jetzt müssen sie von beiden Seiten Puma ausschalten. Sie machen es richtig, aber jetzt muss Bex auch nur treffen und Puma mit der nächsten Airnate. Lol. Schöner Schuss. Puma hart sein Team am Carryen, genauso wie Bex für Nordroyal. Bex mal carried. Oh Mann. MVN, Marvin weiter nur mit dem Techniker unterwegs. Hat er denn den Boki schon freigeschaltet? Ja, normalerweise hat sicher. Er. Sicher. Es startet auch mit 3 Bookies spielen. Man darf doch nicht mit 3 Bookies gleichzeitig spielen, oder? Darf man nicht. Nein. Okay. Marvin gegen Lexi. Und. Ja, Bex, du bist so ein Trottel, Alter. Das war auch nicht schön gespielt von Bex. Das stimmt schon. Bex wieder viel zu offensiv, Bex wieder viel zu offensiv dabei, muss da auf seine Teammates warten, dann kann er da auch offensiv gehen, damit er Backup hat. Lackt so aber noch den Schuss rein gegen Puma. Das war auch gerade mehr Glück als Verstand. Hat er reingelunzt, der Junge. Oh oh. Oh, Bex verpasst. Bex fast in die Nade gesprungen, okay. Aber wenigstens toucht er diesmal nicht die Flagge, das ist schon mal ein Fortschritt. So kann er also sehr Puma schön. Wartet. Jetzt muss er aber auch schnell in die Mitte kommen und Puma ist schneller da. Piff, piff. Oi, 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 Ever. Man einfach macht zwei Sniper. Wieso macht man eigentlich diesen Dauerspam immer in die Gänge rein? Was bringt einem das? Kann mir das jemand mal erklären? Was bringt dieser Dauerspam, den Puma gerade gemacht hat? Damit verrät man nur seine Position. Also eine genaue Position, man weiß ja, von her die Schüsse kommen. Kannst einmal rumpieken und sofort den One-Click geben. Verstehe das nicht. So, jetzt... Ach, fuck. CSGO wäre ein schöner Knife-Kill gewesen, hätte Marvin das gemacht. So ist es eher ein No-Aim-Duell, das Marvin für sich entscheidet. Er war jetzt mit Bex und mit Lexley unterwegs, diesmal zwei Duckys, einen Sniper. Wieso das wüsste jetzt eigentlich, dürfen sie ja nichts mehr anbrennen lassen. Ducky ist im Raum, zwei Duckys im Raum, damit dürfte es eigentlich unmöglich sein, für Morris da reinzukommen. Ja, weiß nie. Ist aber auch der letzte Angriff jetzt wahrscheinlich im Spiel. Autsch. Er war mit dem ersten Frag, mit der Nade. Hat die Flagge. Lexley mit der Flagge. Lexley mit dem Kill. Oh. Happy V und Puma. Oh je, wenn er jetzt sprintet. Ist das aber nur schlecht gemacht. Ist der letzte Angriff im Game. Noch 3 Sekunden, Puma wird nicht durchkommen. Doch. Wenn er spricht. Doch. Puma wird durchkommen. Alter. Puma kommt durch. Die Darkies gucken in die falsche Richtung. Lächerlich. Sie gucken einfach in die falsche Richtung. Oh, der Schuss. Aber warum gucken die Darkies denn nach oben und nicht... Oh Gott. Oi, oi, oi. Ja, man sieht Puma hart am Carry, ne? Und Bex ebenfalls. Naja. Also, wenn ich sehe, dass Lexi 13-21 spielt und Ever 9-19, dann ist Bex da schon mit Abstand der Beste von denen. Happy V aber auch ein bisschen abfällig mit MVN. So, damit geht's auf der nächsten Map weiter. Nick Timeout, was soll das heißen, dass sein Teamkollege ausgetimt ist, oder? Wir hatten Timeout. Ja, aber es wird doch nicht gestoppt deswegen, oder? Wir können ja mal fragen.
Nordreal möchte kein Fairplay. Okay. Wenn Bex jetzt über die Brücken mal rennen würde, Herr Trottel. Wenn Bex mal überhaupt mal rennen würde. Ja, Herr Trottel. Haben alle 15. Bex jetzt am Carrion? Ja, alle 15. Bex durch. Und dann lass jetzt nicht nach innen rein. Wenn jetzt noch weggesniper, du drastisch völlig aus. Aber ich bin ja parteiisch. Beide hinten gespawnt, weil Lexli direkt mit der Flagge da wieder hängt. Nö, der muss jetzt schnell kommen. Ansonsten wird das eng für Moritz, die Map zu holen. Ja, muss da fast wieder Tode stellen, wäre es noch was anderes. Safeback von Puma. Bringt aber auch nichts. Marvin jetzt aber noch da. Puma war mit 11 Sekunden spawn. Und jetzt kommt auch schon Bags von der Seite. Wieso packt denn einfach Bags? Was machst du da? Ja, das ist halt so schwer. Puma aber noch mit dem Frack, aber Eva macht jetzt richtig und geht durch. Okay, Marvin. Letzte Schüsse daneben. Wird weggepackt von Bex. Schön gespielt. Ist jetzt auf jeden Fall wieder an der Flagge. Knödel immer noch nicht aufgetaucht. Nee. Was Puma da wollte mit dem Wechsel, weiß ich immer noch nicht, mit dem Truppenwechsel. Ist Spam erlaubt? Du meinst wahrscheinlich Nate-Spam oder so? Nate-Spam ist durchaus erlaubt, ja. Der fährt so zu zweit hier ab. Ah, nochmal, das war falsch, ich greife halt nicht zu dritt an jetzt. Es bleibt die Frage, wo der dritte Spieler vom Nore, vom Moritz ist. Ich will nur noch fehlen. Bex jetzt mit 2 Kills. Welche Verwarnungen denn bitte? Das soll mir Lexli mal erklären. Nochmal wegen Chat-Spam oder so. Sowieso wie ich das sehe, ist eher gerade Lexli derjenige, der den Chat verspammt. Oma schaut nicht auf die Map. Nee. No, doch, jetzt hat er ihn gesichtet. Oh. Aber wir sind zu spät. Ah, der geht die One-Shot. Ja, sollte eigentlich damit das 3 zu 0 für Nordreal hier sein. Okay, Puma verwarnt sich auch gleich selbst. Ja, da müssen wir jetzt konsequent durchziehen. Müssen wir verwarnen. Er hat sich selbst verwarnt. Er hat sich schon selbst verwarnt. Der Kollege weiß, wie es abläuft. Sorry, ja, das finde ich auch echt low von Nordreal. Ja, ist ein bisschen. Sind halt zum größten Teil das einfach mit einsam, ne? Das war halt früher in der ESL auch nicht anders, sag ich mal, wo die noch gespielt haben. Ja. So, damit geht's weiter bei Moritz gegen. Nordreal? es steht 3 zu 1 für Nordreal und wir sind auf der Unterstellung. Verdiente Führung hier, meine Damen und Herren. Die verdient ist, sag ich jetzt mal nicht so. Es ist eher ausgeglichen. Es ist sehr ausgeglichen. Puma und MV und jetzt mit schönen Entry-Frags. Was macht Puma da? Da ist auch eine Bugwall da vorne, ne? Er wartet. Puma wartet. Ja, Zeit. Ich dachte, Zeitspiel ist ja nicht gern gesehen. Er war mit dem schönen Frag an Puma, wichtiger Frag vor allem. Unbreakable hat die Mitte sicher. Nee, Unbreakable wird Lexi, ich würde meine Karriere beenden. Karrieren in Battlefront, okay. Ja. Unbreakable, was rollt er sich denn da so lang? Schön gemacht von Bex. Schön gemacht von Bex.
Kennt man ihn gar nicht. Er kriegt einen Nice-Shot. Und der Chat ist nicht. Nur in dem Bug, das heißt, wir können nächste Runde wunderschön erstmal den Server restarten. Bei wie vielen Verwarnungen wird noch ein Punkt abgezogen? Bei der dritten Verwarnung gibt es eine Chatsperre, wer sich da nicht hält drauf, dann wird ein Punkt abgezogen pro Flame. Ja! Also die dritte Verwarnung ist gleichzeitig eine Chatsperre. Die dritte Verwarnung. Dann kann man 2 Minuten weg, Jungs. Kommt rein. Stimmt der Session von Puma. Ja. Moritz ist jetzt auch zweimal auf der besseren Seite unterwegs. Okay, Abregul hat sich Lextree geholt. Puma. Bex. Okay, jetzt ist Lextree vorne gespawnt. Okay, 3 gegen 1. Kann Evita was machen? Und Moritz mit dem ersten Punkt auf dieser Map. 3 zu 2. Für Nordreal nur noch. Holt sich Marvin den Techniker? Nö, tut er nicht. Bex dreht sich wie ein Behinderter. Ja, und Puma gibt ihm eiskalt das Safe-Pack. Bex sieht aber echt so, als ob der mit Controller spielt. Er war mit einem schönen Kill an Unbreakable. Er hat keine kleinen Rollen auf seinem Maus. Rad. Nee. Er spielt mit Kugelmaus, das wird sein. Mhm. So, erste Darkie von Marvin. Was macht Bex da bitte? Wieso spawnt er hinten mit der DT? Überraschungsmoment. Oh, One-Shot von Lexi. Kann sogar sein, dass es und schlecht gespielt von Puma. Richtig schlecht gespielt von Puma. Was macht Lexi denn da? Was macht Marvin denn da und was macht Bex denn da? Ist schon was passiert? Double Fail von beiden. Ja, Moritz hat einen Punkt gemacht. Oh, Marvin macht einen Kill. Macht noch einen zweiten Kill. Kann er den dritten auch noch holen? Er muss den dritten holen. Aber Lexley macht, guter Flug. Gibt ihm. Aber Marvin mit der DT durchaus sehr schwach, muss man so sagen. Okay, Unbreakable. Puma gegen Lexley. War das gerade Walkback von dem oder war das nur ein Lag bei mir? Das war ein Lag. Okay, gut. Er gibt der hat vorhin gerade geschossen, der kann der Walkback nicht mehr von... Schlagen wir zu viele Sekunden da rein. Oh. Er war jetzt mit einem nur, hätte er Puma auch noch holen müssen. Bex jetzt offensiv mit dem Techniker, da wo er stehen muss. Lexley rückt auch noch nach. Ah, sind alle wieder da. Er war mit einer Nade da an die Kante, macht die Brücke nieder. Unbreakable jetzt von vorne. Schlüsselposition. Was macht Lexley da bitte? Schön von Unbreakable. Die Luft bedreht sich. Ja, Lexley ist nicht ganz bei der Sache, hat anscheinend ein bisschen was... Steht ein bisschen unter Drogen-Einfluss. Oh, schön. So wie der da in die Luft guckt, das sieht echt danach aus. Ja, aber die Darkie-Flagge. Das sieht echt danach aus. Darkie mit der Flagge, wunderschön gemacht, Marvin. Sehr gute Taktik. Was ein Schuss von Unbreakable! Auf Helm. Lackshot. Oh, das Pack hat fast geklappt. Haben die jetzt eigentlich einen Wookie hinten? Nee, ne? Nee, ein Snipe. Doch, Bex ist Wookie. Doch, Bex, Wookie. Unbreakable gegen Lexley down. Puma jetzt mit einer Schlüsselposition. Marvin muss jetzt Lexley von hinten holen. Bex ist doch der einzige, der noch Punkte für Wookie hat. Nee, er wird von Eva und Lexley gedoubled und hat damit keine Chance da. Puma jetzt. Self-Pack von Lexley. Self-Pack von Lexley. Sehr guter Aktion von Lexley gerade. Unbreakable schafft den Headshot nicht. So, Marvin, was schafft er? Oh, er kriegt den Flagger! Er kriegt den Flagger! Er kriegt den Flagger einfach. Hat damit enorm viel Zeit gewonnen für sein Team. Oh, dass die nie diese Free Frags in der Mitte kriegen, das wundert mich. Da schauen sie ja Distance Lag. Oh,
mal Lexley, Lexley muss ihn jetzt holen, nee, dummer Push von Lexley. Unbreakable immer nicht da, wo man ihn gebrauchen kann. Zwei Bookies jetzt bei Nordroyal. Lexley rückt nach mit dem Sniper über Long. Boomer mit der nächsten Drohne. Oder Typ. Boomer, Drohnenduell! Und Eva gewinnt es. Drohnenduell. Bex! Fällt beim Nate-Spam runter. Ja, Puma play die Redo. Was war das denn gerade von Bex, Alter? Nee, Mann, ey. Nee. Das kann er mir nicht erzählen. Dass er beim Nate-Spam runterfliegt. Ist Revo noch hier? Revo. Das bin ich, ja. Okay. In Battlefront soll es mal Ränge geben. Für sowas gibt's dann instant 2D-Ranks. Alter. Oh nein, das passiert mir immer öfter. Okay, eine Noob True. Okay. Nordroyal. Lexley. Wahrscheinlich. Und er macht noch den Teamkill an Moritz, an Puma. Am Flagger sogar, dann hat MVN keine DT mehr wahrscheinlich. Nee, doch hat er noch. Das Gesicht von Unbreakable muss er jetzt touchen. Der Unbreakable. So, dann sind wir jetzt wieder da. Nachdem mein Game einfach stehen geblieben ist, 2 Minuten der Aufnahme jetzt leider nicht drauf, steht. So. Jetzt Moritz mit dem Angriff. 4-2 für Nordroyal. Perfekt. Ja, oh, starkes Ding von Eva. Eva! Und hole sich den dritten. Ja, Eva. Er holt sich den dritten. Alter, der Check geht immer noch nicht. Ah, der Check geht auch nicht. Puma die Anit gedrückt oder nicht? Ja. Ja, hat Puma die Anit gedrückt. Dark Yona. Ex. Stirbt. Mal wieder. Ja, dann sollte der Coach noch langsam über eine Auswechslung nachdenken. Ich weiß nicht, ob Beck so in dieser Verfassung im Team noch viel bringt. Kurz aufs Essen. Gut, Power. Puma. Mit dem ersten. Alles mit dem zweiten. Bex jetzt alleine offensiv, viel zu offensiv. Muss sich jetzt zurückziehen, bringt da auch nicht die Position, bringt ihm da auch nicht weiter. Bex hat noch nie dieses Spiel gespielt, so kommt mir das ungefähr vor, was er an Position hat. Ja, hab ich doch euch erzählt. Dass er den Fact gerade gemacht hat, ist auch ja lucky. Er verlässt sich halt zum größten auf sein Internet. Wie kriegt ihr die beiden Kills da, Alter, wie? Er holt jetzt noch den dritten, Jungs. Fällt fast runter. Techniker. Lexley. Oh, das war knapp. Bugnet jetzt. Oh, schön gespielt von Lexley. Guck mal jetzt mit Langspawn. Wenn Lexley jetzt nur noch einen Schuss braucht. Und Breakable kassiert die direkte. Oh, Lexley auch. Und Marvin stirbt durch diesen Dropdown. Ich denke, ja, aber alle sind tot. Marvin holt ihn sogar im Dropdown. What? Marvin hat ihn im Dropdown noch geholt. Aber warum jetzt alle hinten spawnen, weiß ich auch nicht. Jetzt hätten beide anderen vorne spawnen müssen, dass sie von vorne Pressure machen. So dass es für Nordroyal deutlich schwieriger wird. Oh Gott, fliegt Marvin schlecht mit der Darky. Er war jetzt auch offensiv, damit sollte es eigentlich keine Chance mehr sein. Wieso sie jetzt da... Oh, die Bugnade hat ihm ganz schön was abgezogen. Vielleicht die direkte. Marvin jetzt mal mit 2. Oh, fast. Wieder von Eva. Und damit ist Eva auch down. Eva hat noch einen geholt.
Oh, dieser Flug schon wieder. Es ist halt richtig schlecht. Aber halt. Hol den. Kann halt den Sniper holen, hätte aber beide ausschalten müssen, damit Unbreakable eine bessere Chance hat. Der ist wirklich heute in einer guten Leistung, muss man mal so sagen. Jetzt snackt er sie da zu dritt weg. Können sie vielleicht Raum kriegen. Kriegt er auch. Wenn er da nicht so dumm rumspringen würde, dann würde er das auch schaffen. Den zwei Darkies ist auch eine Sache. Stark gespielt von Puma und Marvin in dem Fall. Rage auch noch aufgepickt. Ja, scharf von Lexley. Ein Angriff geht noch in dem Spiel. Den kriegt Morris. Alle hinten von Lexley. Okay. Lexley muss da jetzt bleiben, er hat eine starke Position. Ever und Banks. Ja, wir haben Start von Ever und Banks. Das war's, Platz Volume 1-1. Beide Wookies offensiv, alle weggesnackt. Und ich habe weiterhin keine Spieler zum Followen. Jetzt habe ich wieder welche. Wieso sie jetzt da hinten spawnen, weiß ich auch nicht. Das, die Map ist eh gegessen. Oh, MVN hier mit dem Walkbox, so sah es für mich aus. Ich habe gerade auf ihn raufgeswitcht. Ja, er hat auf dem Boden rumgerutscht. Ja, wenn du drauf geswitcht bist wahrscheinlich. Bei mir war nicht. Jo, es steht nach der dritten Map 4:2 für Nord Royal in diesem durchaus spannenden Match. Ich glaube, es steht den Server neu. Und ja, jetzt wird es einen Server-Restart geben. Es wäre schön, wenn das mal jemand den Teilnehmern mitteilen würde. Ja, ich kann es nicht hier sagen. Da gehe ich jetzt halt so. Ich schreibe. So, willkommen auf Mustafa. Es steht, das ist die letzte Map, steht 4:2 für Nord Royal in diesem wunderschönen, spannenden Match. Ja, Morris Puma, Morris MVN, so die stärkeren bei Morris. Unbreakable hat da teilweise auch ein paar nette Aktionen gehabt. Lexley ansonsten auch eher mittelmäßig, Bex auch eher mittelmäßig, dafür er war eigentlich relativ stark. Jetzt Morris mit einem Stand-in für Unbreakable. Drenza jetzt im Spiel. Man würde mal gerne einen Rekord sehen. Ich würde mal fragen. Ja. Wenn es da jetzt ausgeschaltet ist. Das ist ein Double Deck. Schön, der kann sein, dass Morris bisher jedes Match mit anderen Line-Up gespielt hat? Ja. Wenn es nicht läuft, dann tut man halt die Hacker rein. Soll er 30 Sekunden recorden, ein Screen reinmachen. Morris Puma jetzt mit zwei wunderschönen Kills in der Mitte. Er war jetzt erstmal der letzte, aber nur noch aber 2 Sekunden Spawn. Puma muss jetzt aufpassen, er muss jetzt aufpassen. Es ist 2 Sekunden Spawnschutz, aber Bex nutzt seinen Spawnschutz nicht aus. Rollt da unnötig, sodass sein Spawnschutz weg ist. Ja, wir wissen ja noch von früher, dass Drenza nichts drauf hat, außer Zahnbelag. Danke, Spruch. Keine Spielerflame, bitte. Danke. Ups, ich entschuldige mich. Tut mir leid. Movement von... Puma, habe ich auch gesehen. Nichts. Habt ihr da sonst irgendwie was gesehen? Ja. 30 Mal, achso, okay, war anscheinend ironisch gemeint. Er hat sich so komisch im Kreis gedreht, hat auf den Boden, dann wieder in die Luft geguckt. Ja, dann war es Leck, oder nicht? Naja, sah mir nicht an Leck aus, wenn er dabei kontrollierten Pack-up einwirft. Wenn er einfach nur in die Luft gestarrt hat. Ja, habt ihr einen also Rekord oder so davon? Ne, ich hab nichts mehr zum Rekorden, ich hab nur ein Handy. Die recorden alle nicht, kann sie nicht. X-Files ist ja down, Fraps haben die nicht. Gibt ja durchaus Shadowplay, oder?
die Variante für AMD-Grafikkarten. Das töten sich gegenseitig, das war Pech. Vor allem jetzt mit einer Schlüsselposition muss er mindestens zwei Frags rausholen. Einen hat er, kassiert dann aber das Pack von Lexley. Ne, von Ever. Und ich habe weiterhin no players to follow. Jetzt darf ich wieder specken. Lexley mit dem Sniper über die Veranda, über den Seitengang. Puma droppt da down. Kann er ihn holen? Ne, Lexley killt ihn. Er war jetzt mit der ersten Magna-Wache. Das war ja stumpf gespielt von Drancer. Der rennt einfach rein. Rennt da einfach rein in die Nade. MVN muss ihn jetzt holen da unten. Schlüssel. Schlüsselkill. Muss. Sitzen. Sitzt. Boah, aber Bex und Ever. Über die Außen. Über, oben meine ich. Drancer weiter nur flaggenorientiert. Drancer tot. Drancer down, erste Flagge. Einer müsste oben bleiben, die Magna. Drancer weigert sich ja zu recorden. Also das ist auch eine Frechheit. Rein zu 0 für Nord Royal. Und damit das 5 zu 2 für Nord Royal. Ja. Moritz braucht jetzt alle drei Flaggenpunkte, um nur um noch das Unentschieden zu erreichen. Also es wird schon ein bisschen seltsam, was dieser Mo sich jetzt weigert hier zu recorden, obwohl doch wirklich schuldig drum gebeten worden ist. Er weigert sich nicht, hier schön, nur deswegen nicht klappt. Ja, das ist für mich eine billige Ausrede. Das gleiche Problem hatte ich auch, weil ich Fraps verliert und dann ging es wieder. Was aber ausgerechnet jetzt ist, also ich will da keine Verschwörungstheorien stricken, aber es ging für mich verdächtig. Ist auch der Flaggende von Nord Royal, jetzt aber die Gegenoffensive von Puma und Drancer. Puma mit dem ersten, kann er noch Lexley rausnehmen? Nein, Puma mit dem Kill an Lexley, aber er war mit dem Refrag an Puma dann noch in dem Fall. Puma könnte jetzt 15er haben, hat er auch. Drancer jetzt von allen Seiten down gekillt und auch MVN kann da nichts mehr machen, wenn er von drei Leuten gepasht wird. MVN hat den 15er erwischt. Puma muss jetzt hier mindestens einen rausholen, hat ihn auch. Drancer weiterhin AFK. Jetzt ist er da. Glaube ich. Drancer aktiv. Lexley jetzt. Oh, er rafft es nicht, dass Lexley ganz hinten noch da ist. Aber Puma mit dem Kill an der Flaggen, am Flaggenträger wird aber von Eva direkt da von hinten geholt. Aber Lexley. Schöner. Kill an Mu wieder. Lexley. MVN muss jetzt hier die Flagge verteidigen. Nee, kriegt. Macht den ersten. Muss jetzt Bex auch noch ausschalten. Bex macht das gut Bex. Mit dem Pack. Ach ja, ist nicht tot. Nee. Egal, das dürfte der Punkt. Nee, sein. Und Lexley pusht da klug raus. Muss der Punkt sein, ja, für Nord Royal. 6 zu 2. Ja, dann hat der Favorit ja gewonnen. Schon. Oh, Lexley mit einem 3K. Stark für Trees. Jetzt zeigen sich doch wohl als schlechte Verlierer hier vorne Lexley aufs zu recorden. Die Provokation möchte ich auch nicht haben. Ja, hat Puma auch geschrien. Puma auch geschrien. User disconnected from your channel. Also wenn Lexley mit dem Handy ein Bild macht und dann ein TS-Avatar stellt. Ein Record wurde jetzt gefordert von ihm. Also, so lange halt mal. Keine Ahnung. Ansonsten soll er halt auch einen Screen machen, ist auch egal.
sieht's aus? Alles frisch. Ja, der Fahrer. Hallo Yannick. Es steht 6:2 für Nordreal gegen Moritz. Sehr schön. Haben wir nichts anderes erwartet, oder? So gefällt mir das. Später muss ich bei Nordreal faken. Elite? Ah ja, du spielst aber schon für. Du hast nur Spaß. Elite. Die haben noch genug Spieler online. Drancer jetzt mit schönen 2 Kills, kriegt er noch den dritten. Ja, Drancer. Ja, Drancer. Ja, Drancer hat auch an. Wir fordern auch, dass er recordet, aber er macht's halt einfach nicht. Bisschen eh vom Server bannen. Ja, ohne Witz. Also Drancer hackt ist ja wohl mehr als bekannt. Ja. Da habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass er ein relativ gutes Sniper-Aim hier gerade an den Tag legt. Ja, wenn er das Recall nicht sendet, ist er doch am Arsch, oder? Eben. Oder? Ist gleich. Hi, aber jetzt ist doch so, denn wenn er nicht recorden kann, ist er doch eigentlich. Genau, perfekt. Dann ist er disqualifiziert. Aber Alien darf schon mein Team auffordern, den Mund zu halten, oder? Ja. Hat ja auch jetzt Nordre hat ja jetzt auch Chatsperre erhalten durch Lexleys ständig unnötige Kommentare, sagen wir es mal so. Ja, das ist dafür sehr bekannt. Das ist nicht bekannt. Naja, solange die gewinnen, ist alles gut. Also, weil ich finde Moritz irgendwie, wenn da jetzt echt so mit Moritz und so spielen, ist irgendwie nicht verdient. Die haben noch mehr als 5 Spieler, die haben hier Forgiven, die haben Demon, die haben hier. Die haben richtig viele Spieler. Die haben 7 oder 8 Stück, darf noch gar nicht. Die haben 5 und Unbreakable jetzt eben kurz als Stand-in benutzt für 10 Minuten ungefähr. Ach, der angemeldet. Welche 5 denn? Die haben Divine, Slender, Puma. Nee, Divine, Slender spielen beide nicht. Ja, die haben noch schon gespielt. Nee, Divine und Slender haben beide noch nicht gespielt. Hä? Haben mich im ersten Match Divine, Metallic und Slender? Nee, im ersten Match haben Metallic, Puma und Safer gespielt. Achso. Safer wurde disqualifiziert, dadurch ist ein Slot frei geworden. Wieso wurde der denn disqualifiziert? Und weil er kein Screen abgeliefert hat. Wer ist denn jetzt also eigentlich alles im Team? Metallic, Puma, AMD, Drancer und. Nee, Runaway. Forgiven? Und Forgiven und Neons. Also Neons, ja. Neons. Ja, dann gewinnen wir den Cup, wenn da nicht Runaway dabei ist. Das ist der einzige, der wir uns in Schach halten können, ein bisschen. Wobei ich will den Mund nicht so voll nehmen, Nordreal ist auch gut. Und der beste Spieler von denen spielt nicht immer. Nordreal wird halt auch schon hart von Ever teilweise gecarried, Lexley und Bex eher mittelmäßig. Ever ist schon Ever, wenn Ever sich anstrengt, der geht echt ab. Ist halt eher so ein Frauenspieler, der kann Dark nicht, aber mit Wookie und so schon ordentlich. Wobei Lexley diesmal mal mehr Kills hat als Ever. Wie viele Map ist es eigentlich? Letzte Map. Also haben die ja schon gewonnen quasi. Steht 6:2 für Nordreal. Es sei denn, wenn sie jetzt noch einmal flame, dann ist ein Punkt Abzug, ne? Ja, so dumm werden die nicht sein. Wenn ich gehe, Doch, die haben Lexley im Team. Lexley jetzt und mit 3K. Lexley am Start mit 3K. Danke, war ich nicht ganz gut da. Kann es halt sein, dass Nordreal heute 4 Matches am Stück hat oder so? Ja auch von schon Lexley. Das keine Zeit. Oh, kriegt ihr das hin oder muss ich faken? Nee, fake mal bitte für uns. Ich glaub nicht, dass wir es hinbekommen. Viel zu riskant. Riskant. Die kleine Lung kommt davon ist ja der klare Favorit. Ja. Auf jeden Fall. Und gegen Benzo war jetzt mit dem 7:2. Hat einfach 12 nur gewonnen oder was? Ja, in 12 Minuten. Nein, Apokalypse nicht. Deftig, heftige Packung hier. 7:2 jetzt für Nordreal mit dem Sieg. 7:2 gewinnt Nordreal gegen Moritz. Damit Nordreal safe weiter im Halbfinale. Ja, die müssen noch 2 Matches.